Hallo, ich bin Katharina von Siena. Siena, das liegt in Italien und ich bin dort als jüngste von 24 Kindern geboren. Weil ich schon als Kind sehr gläubig war, bin ich als Jugendliche in ein Kloster eingetreten. Ich lebte sehr asketisch, das heißt, ich habe wenig gegessen und getrunken und auch auf viele andere Dinge verzichtet. So konnte ich mich ganz auf Gott konzentrieren. Viele andere Frauen und Männer sahen in mir ein Vorbild und wollten genauso leben wie ich. Außerdem arbeitete ich im Krankenhaus, um Menschen, die an der Pest litten, zu helfen. Nach meiner Arbeit habe ich oft darüber nachgedacht, ob das, was der Papst, die Könige und alle anderen mächtigen Männer so tun, richtig ist. Wenn ich der Meinung war, dass sie das Falsche tun, habe ich es den Menschen auch gesagt. Als Katharina im 14. Jahrhundert in Italien lebte, war es sehr ungewöhnlich, dass Frauen sich öffentlich äußerten. Eigentlich durften nur die Männer entscheiden, was gemacht wird. Aber Katharina war eine Frau, die immer sagte, was sie dachte. Dies hat viele Männer geärgert. Katharina setzte sich dabei oft für den Frieden und gegen den Krieg ein. Sie erklärte den Priestern, sie sollten sich um die Menschen kümmern und nicht nur um sich selbst. Aber auch wenn Katharina viel Gutes getan hat, lag sie bei dem, was sie sagte, nicht immer richtig. So wollte sie zum Beispiel, dass die Christen einen Kreuzzug, das war ein Krieg gegen die Muslime, führten. Damals war Jerusalem, die Stadt, in der Jesus gekreuzigt worden war, von den Muslimen besetzt. Katharina dachte, es sei wichtig, dass die Stadt den Christen gehören müsse. Deshalb wollte sie, dass die Christen sie in ihren Besitz brachten. Heute wissen wir, dass es nicht wichtig ist, wem eine Stadt, wem Jerusalem gehört. Alle Menschen, egal welche Religion sie haben, sollen dort beten dürfen. Eine andere Geschichte über Katharina erinnert sehr an den heiligen Martin. Einem frierenden Bettler gab Katharina eines Tages ihren Mantel. Daraufhin sagten die Menschen zu ihr, dass es nicht schön aussieht, wenn eine Frau ohne Mantel auf der Straße herumläuft. Sie antwortete ihnen, Es ist besser zu helfen und Liebe für andere Menschen zu empfinden, als einen Mantel zu tragen. Katharina hat sich ihr Leben lang um ihre Mitmenschen gekümmert. Leider gab sie dabei wenig Acht auf sich selbst. Schon im Alter von 33 Jahren ist Katharina sehr krank geworden und gestorben. In Italien wird sie sehr verehrt, weil sie immer ganz genau gesagt hat, was sie stört. Viele Menschen in Italien sagen sogar, sie sei die wichtigste Frau in der Kirchengeschichte. Deshalb gehört sie heute zu den Patronen Europas. Das sind Heilige, die durch ihr Leben zeigen, wie vielfältig und unterschiedlich die Kirche in Europa ist und dass wir trotzdem viel gemeinsam haben.